Ich komme aus Leipzig. Wer von euch war schon mal in Leipzig? Einfach mal Moment. Du kommst aus Leipzig? Nee, nicht mehr warst du. Ja, schön. Leipzig ist eine schöne Stadt. Ich betone das immer wieder. Ich komme nicht aus Dresden. Dresden ist zwar auch sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schön, wenn die Dresden nicht wären. Muss ich ganz einfach mal so sagen. Weil ihr wisst das ja, die Dresdner sind zwar irgendwie ganz nett, aber so viel mit Pegida und AfD. Ihr wisst ja, was sagt ein Vater in Dresden, kurz bevor er nochmal ins Kinderzimmer geht? Ich glaube, ich muss nochmal nach dem Rechten sehen. Das ist Dresden, das ist einfach nicht so schön. Ist. Oder Eberswalde, ist doch so. Ist doch so. Und wir haben uns da in den letzten 3 Jahren, haben wir Sachsen und Sie mit Ruhm bekleckert, obwohl wir Sachsen so modern sind. Seit 1975 gibt es in Leipzig die 2G-Regel. Seit 1975 gibt es in Leipzig die 2G-Regel. Ja, 2G, Kaffee und Kuchen. Ja, ja. Und dieses moderne Zeug, was die jungen Leute so gerne machen, hä? Hier dieses Gendern. Na, also Gendern, komm mal, das ist ein alter Hut. Ja, seit 1959 wird in Sachsen gegendert. Ja, wird gegendert. Gut, wir Sachsen sagen natürlich nicht Gendern, wir sagen Gendern. Gendern, Gendern. Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt. Gendern. Genau so ist es. Verstehst du? Gendern. Und ich habe die letzten 3 Jahre genutzt, ich habe sehr viel gelesen, ja. Ich habe Wikipedia komplett durchgelesen, ich weiß jetzt alles. Und ich habe etwas sehr, sehr Interessantes erfahren. Anfang der 70er Jahre gab es nämlich in Hamburg eine Prominenten-WG, das war die Villa Kunterbunt. Und in dieser Promi-WG lebten unter einem Dach Marius Müller-Westernhagen, Otto Walkes und Udo Lindenberg. Bin ich sehr beruhigt. Gestern hat ein kleines Mädchen gesagt, und Pippi Langstrumpf. Finde ich sehr lustig, ja. Westernhagen kommt nach Hause. Ich bin wieder hier in meinem Rennen. Hier die Tür geht auf. Hallo, Freund. Andere Tür geht auf. Was geht ab? Du Pfanne, bist du da? Du bist da. Udo Lindenberg, der Erfinder des Duckface. So eine Promi-WG wäre genau nach meinem Geschmack. Allerdings muss ich sagen, die Konflikte würden bleiben. Ich stelle mir das so vor, ich habe ausgeschlafen, es ist Nachmittag 12:30. Ich komme in die Küche und da treffe ich auch schon auf meinen ersten Mitbewohner. Ich stehe in der Küche hier, hab Kaffeedurst wie ein Tier. Was soll das? Hey, was soll das? Mein Herbert, gar kein Kaffee mehr da. Alles leer, verbraucht! Noch nicht mal Tee, hab Leitungswasser in meinem Bauch. Lust auf mehr Quatsch? Hier geht's weiter zum nächsten Video und hier kannst du uns abonnieren. Folge uns auch auf unseren anderen Kanälen für exklusiven Quatsch-Content, Tickets und Deals.